Ich sage es jeden Monat und so tue ich es auch dieses Mal wieder. Der Monat neigt sich schon wieder dem Ende zu und damit wird es Zeit für mein Ranking der besten und schlechtesten Filme des vergangenen Kinomonats. Dieses Mal für November 2017. 22 Kinostarts habe ich mir angeschaut und für euch natürlich kritisiert, auf meinem Kanal. Jetzt wollen wir mal die rausarbeiten, die eher enttäuschend oder schwach waren und die, die richtig stark und besonders waren. Wobei ich insgesamt sagen muss, dass wir ein großes, ordentliches Mittelfeld diesmal hatten aus Filmen, die wirklich sehenswert waren. Aber ich nach oben jetzt nicht weiter beschreibe. Aber fangen wir immer unten an. Die Filme, die ich eh enttäuschend fand, da starten wir mit Liebe zu Besuch. Mit Reese Witherspoon in der Hauptrolle, die Geschichte von Alice, die nach L.A. zieht, ihren Mann verlässt, mit den Kindern dorthin geht, dort in einem reichen Anwesen lebt und auf drei Filmemacher trifft, die gerne eben in L.A. Fuß fassen wollen. Dabei gibt sie ihnen ein Stück weit Unterschlupf und es kommt zu einer merkwürdigen Romanze und vor allem zu so vorhersehbaren Konflikten, die so banal sind, dass sie nicht erklären, warum der Film sich dort langschlängeln muss, wo er sich langschlängelt. Nicht nur vorhersehbar, leider auch langweilig in vielen Momenten, aber oft einfach nur schön. Man denkt sich, ja, da könnte ich auch wohnen, aber so richtig reicht das nicht, um einen Film zu erzählen. Und das, obwohl ich Reese Witherspoon unglaublich gern sehe, eröffnet hier das Feld der Enttäuschung / schlechtesten Filme im November. Gefolgt von Flatliners mit Ellen Page in der Hauptrolle. Sehe ich auch gerne die Geschichte von fünf Studentinnen und vor allem einer namens Courtney, die herausfinden will, was mit uns passiert, wenn unser Herz stehen bleibt, unser Gehirn aber noch funktioniert. Was nehmen wir wahr? Was bedeuten Nahtoderfahrungen? Ein Wissenschaftler hochinteressantes Thema und der Ansatz in Flatliners, der ein Remake ist, auch ziemlich cool. Die ersten 20, 30 Minuten haben mir Spaß gemacht, optisch gut in Szene gesetzt und dann driftet der Film irgendwann ab in so einen banalen Horror-Psycho-Thriller-Film mit mittelmäßigen Effekten, die man aus anderen Genrefilmen dann schon wesentlich besser kennt und will nichts, das ist nichts Halbes und ist nichts Ganzes bei rausgekommen. Und leider ist Flatliners dahingehend eine sehr große Enttäuschung bei mir gewesen und geht dann hier weiter ins Feld bei den Enttäuschungen. Gefolgt von Der Mann aus dem Eis mit Jürgen Vogel in der Hauptrolle. Ein deutscher Film, der man ein ganz anderes Genre anfasst. Denn ihr kennt alle vielleicht noch Ötzi, der vor 25 Jahren ausgegraben wurde in den Ötztaler Alpen. Diese vereiste Leiche, es ist die Geschichte hinter diesem Menschen, der vor über 5000 Jahren lebte, bei einem Stamm und von einem Jagdausflug nach Hause kommt oder zurückkehrt in sein Dorf und feststellen muss, dass dieses überfallen wurde, die wichtigsten Menschen, die er hatte, ermordet und vor allem das Heiligtum entwendet. Er schwört Rache und ein eisiger, von der Natur gestrafter Weg wird seinen Weg letztendlich säumen und es geht in diesem Film, der mit extrem wenig Sprache auskommt, weil man sich quasi auf stammeslaute Worte versucht zu versteifen, in ein eisiges Drama, was eigentlich grundsätzlich interessant ist, aber irgendwie keinen richtig geführten Spannungsbogen hat. Zwar schöne Naturaufnahmen und auch Jürgen Vogel sehr leidensfähig ist, als Film aber nicht nur unglaublich vorhersehbar, sondern irgendwann einfach richtig langweilig und belanglos wird, was schade ist, weil wenn man hierzulande ein solches Genre anfasst, finde ich das grundsätzlich erst einmal gut. Dann noch hätten wir es The Secret Man, die wahre Geschichte rund um Mark Feld mit Liam Neeson in der Hauptrolle, der Vize-FBI-Chef, der 1972 im Zuge des Watergate-Skandals einer der ersten und großen Whistleblower wurde, gegen seine eigene Behörde und gegen die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika arbeiten musste, um eben seine Behörde, die eigentlich unabhängig sein soll, zu schützen. Ein sehr spezielles Thema, was hierzulande auch vielleicht einfach nicht ganz so gut auf Resonanz stößt, als wenn man US-Amerikaner selber wäre. Der Film ist nicht schlecht gespielt, aber historisch doch relativ vorhersehbar. Klar, es sind nun mal wahre Fakten und vor allem diese Grundfigur des Mark Feld ist von Liam Neeson zwar stark oder interessant in Szene gesetzt, aber trotzdem wabert die Geschichte so lala hin. Der Film ist nicht schlecht, ich habe den sogar ordentlich bewertet in seinem Genre mit 6 Punkten, aber er reicht ihm dran an die Enttäuschungen, weil der November schon relativ stark war dieses Mal, genauso wie Bad Moms 2. Amy, Kiki und Carla erleben eine weitere Geschichte. Amy inzwischen in der Patchwork-Familie, Carla, und das ist wirklich witzig in Bad Moms 2, lernt einen Stripper auf besondere Art und Weise kennen und die Mütter sind dieses Mal zu besuchen, wollen Weihnachten ruinieren, dass man eigentlich ganz entspannt angehen wollte. Ein heißer Aufguss von Bad Moms 1 hat mir persönlich dann nicht mehr ganz so gut gefallen. Hat zwar lustige Momente drin, aber setzt ansonsten auf Momente, wo man dachte, okay, hätte man sich weiter oder neu erfinden müssen. Leider schade, schließt dann mal wieder das Feld der Enttäuschungen ab. Dann ein großes Mittelfeld, der ordentlichen bis hin zu sehenswerten oder fast starken Film. Da ist Madame dabei, Ficke Fuchs habe ich gereviewt, Happy Death Day, Whatever Happens, Justice League, auch sehr unterschiedlich und gespalten aufgenommen, Manifesto, Lady Macbeth, Suburbicon, Brimstone, Mord im Orient Express, der wirklich dann schon fein aussah, weiter nach oben in meinem Ranking. Genauso wie Professor Marston and the Wonder Woman, die Geschichte eines Professors und der Entstehung der Figur von Wonder Woman aus dem DC Universe. Eine tolle Dreiecksbeziehungsgeschichte und Drama mit Luke Evans in der Hauptrolle, die mir schon sehr, sehr imponiert hat. Und dann kommen wir zu dem Feld der starken 6 Filme im November, wo man sagen kann, okay, habt ihr die vielleicht noch nicht gesehen, dann gibt der Sache mal eine Chance. Sehr unterschiedlich. Als erstes hätten wir hier Detroit, die wahre Geschichte im Jahr 1967, als es zu 5
Protestdemonstrationsprotest gegen Unruhen in Detroit kam und im Algier Hotel Polizei und Militär das Hotel stürmen, weil sie dort einen Scharfschützen vermuten und es kommt zu ganz heftigen, fiesen Abhör- oder beziehungsweise Verhöraktionen. Der neue Film von Catherine Bigelow, die Zero Dark Thirty oder auch The Hurt Locker gemacht hat, wieder ein Film, der so mittendrin ist, politisch brisant, sehr gut beobachtet und recherchiert, mit starkem Cast, eröffnet das Film der starken Filme, dann gefolgt von Simple, ein deutscher Film mit David Cross und Frederik Lau in den Hauptrollen. Das ist die Geschichte von den Brüdern Ben und Simple, der eigentlich Barnabas heißt, aber er heißt auch Simple, weil er geistig zurückgeblieben, / behindert ist. Aber Ben liebt seinen Bruder über alles, aber nach einem Unfall bzw. einem Geschehen sollen sie entzweit werden. Das wollen die beiden nicht. Flüchten, begeben sich auf einen Roadtrip, auf dem sie eine ganze Menge neuer Menschen kennenlernen und ein tolles Abenteuer erleben. Und diese Bindung zwischen diesen zwei Brüdern ist toll gespielt und vor allem David Cross macht das wirklich klasse an dieser Stelle, wo ich sagen muss, wow, wie er hier jemanden spielt, der eben geistig zurückgeblieben ist, war unglaublich imposant, erinnerte fast an Performances von zuletzt einem Leonardo DiCaprio in Gilbert Grape. Weiter geht es mit Battle of Sexes, Emma Stone und Steve Carell rund um die wahre Geschichte von Bobby Riggs und Billie Jean King im Jahr 1973. Billie Jean King ist bei der Tennis-Weltrangliste die führende Tennisspielerin und Bobby Riggs ein alter Hase, der eigentlich schon das Beste seiner Karriere hinter sich hat und gleichzeitig auf Chauvinismus macht und diese Frau herausfordert, die sich auch herausgefordert fühlt, das Frauenbild zu stärken. Denn Frauen zu jener Zeit gewinnen an Preisgeldern nur ein Sechstel oder Achtel von dem, was Männer verdienen. Und das scheint alles eine Männerdomäne zu sein. Und man sagt, Frauen können gar nicht wirklich Tennis spielen und sich dem Druck nicht aussetzen. Dabei entsteht ein Drama mit tollen Figuren und ganz viel Witz mittendrin, die überhaupt nicht so einfach strukturiert sind, wie man meinen könnte nach dem Trailer, nachdem man die Grundgeschichte gehört hat. Und wenn man noch gar nicht weiß, wie das Ganze ausgegangen ist, wird es hinten raus sogar relativ spannend. Mal gucken, ob Emma Stone vielleicht sogar eine Oscar-Nominierung bekommt. Ich fand ihn richtig gut. Battle of Sexes. Dann auf Platz 3, The Big Sick. Die wahre Geschichte eines pakistanischen Stand-Up-Comedians, der in Chicago eben sein Bühnenprogramm durchzieht. Aber seine Familie möchte ihn gern verheiratet wissen, aber er lernt eines Tages Emily kennen, verliebt sich in sie und eine Beziehung, die in seinem Kulturkreis nicht sein darf, nimmt ihren Lauf. Es kommt zu einem Zwischenfall. Emily landet im Koma und es entsteht eine wundervolle Geschichte. Nicht nur über die Frage, ob man der wahren Liebe nachgeben sollte, sondern auch, wie eben dieser junge Mann namens Kumail die Eltern von Emily kennenlernt. Und das Ganze ist eben eine Geschichte, in dem der Hauptdarsteller selbst die wahre Geschichte spielt, die er erlebt hat und die Drehbuchautorin auch tatsächlich, die Emily ist aus der richtigen Geschichte, ineinander verwoben, fein beobachtet, witzig, traurig, toller Film. The Big Sick auf Platz 3 auf Platz 2. Dann Paddington 2, der Bär ist zurück, der in UK unglaublich bekannt ist, aus Peru. Und jetzt hier im zweiten Teil geht es um seine Tante Lucy, beziehungsweise möchte er ihr gerne ein Geschenk machen zum 100. Geburtstag. Sie ist nach wie vor in Peru. Und Paddington, inzwischen bei der Familie Brown, also in der Nachbarschaft, toll eingelebt in London, findet in einem Antiquitätengeschäft ein ganz besonderes Buch, über das sich Lucy freuen würde, muss aber das Geld verdienen, nimmt Nebenjobs an und auf einmal wird dieses Buch gestohlen. Und Paddington auch noch bezichtigt, derjenige gewesen zu sein, der es gestohlen hat. Also ein ganz dramatisches Abenteuer mit so viel Herz am richtigen Fleck. Ein toller Familienfilm. Und wer Paddington 1 schon mochte, 2 macht noch mehr Spaß. Mein Platz 2 und auf Platz 1 Coco, der neue Pixar-Film. Nach einigen Fortsetzungen wieder ein Originalstoff aus dem Hause Pixar und ich wusste nach dem Trailer nicht so richtig, was wird mich hier erwarten, weil es ist die Geschichte von Miguel, einem Jungen, der in einer Familie lebt, die das Schusterhandwerk seit Generationen durchführt. Er wäre aber gerne Musiker, nur seine Familie hasst Musik über alles. Das liegt an seinem Urgroßopa, der einst abgehauen ist, um Musiker zu werden, weswegen man das verachtet und hasst. Und als es dann am Dias de la Muertos in Mexiko, diesem Totenfesttag, zu einem Übertritt in das Reich der Toten kommt und Miguel sich auf einmal dort wiederfindet, ist es ein Film über Liebe, über Familie, über Vergessen, über Freundschaft, über das, was wichtig ist im Leben. Und ohne zu spoilern, wird dabei eine so warme, herzliche, tolle Geschichte, auch wo man danach mit seinen Kindern reden kann. Was bedeutet überhaupt Tod? Was passiert da? So ein versöhnlicher Aspekt aufgemacht mit einem so schönen Look und so viel Witz, auch wo sich kleine Figuren zu großen entwickeln, vermeintlich große, klein werden, dass ich gedacht habe, wow, der hat mich umgehauen. Und deswegen ist Coco für mich auf Platz 1 diesen Monat im November 2017 meines Rankings. Damit sind wir auch am Ende, knapp 10 Minuten. Ich danke allen, die jetzt noch dran sind und sich so lange Zeit gelassen haben. Und ich hoffe, ihr habt den einen oder anderen Film gefunden, wo ihr sagt, okay, den sollte ich mir vielleicht mal anschauen, solange er noch im Kino läuft. Oder hier vielleicht doch lieber die Finger von lassen, wobei ich ihn gerne sehen wollte. Das soll Sinn dieser Rankings sein. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.